Hey Leute, jo, heute kommt das Video, was ich euch versprochen habe. Und zwar habe ich euch auf Instagram gefragt, was ihr gerne sehen wollt. Und ich dachte mir, ich könnte ja ein Video über unangenehme Fragen über Magersucht drehen. Und das mache ich jetzt auch. Und ja, die Sonne ist gerade nicht so vorteilhaft, aber egal. Ich hoffe, das stört euch nicht. Jetzt geht's einigermaßen. Und ja, ich habe sehr viele Fragen bekommen. Und ja, dann will ich mal anfangen. Und zwar, hattest du starke Verstopfungen, als du wieder angefangen hast zu essen? Nein, überhaupt nicht. Wie bist du mit dem Mundgeruch umgegangen und wie haben deine Mitmenschen reagiert? Also dazu muss ich sagen, ich hatte eigentlich nie starken Mundgeruch oder so. Und ja, mir hat das auch niemand gesagt. Und ja, ich bin halt auch, also ich rauche halt auch. Und deswegen hat man das halt eigentlich gar nicht gemerkt so richtig. Ist wegen der Magersucht deine Regel ausgefallen oder hattest du sie wie sonst normal? Ja, also ich hatte Anfang 2017 die Pille abgesetzt und seitdem hatte ich meine Tage nicht mehr. Ja. Und genau. Fühlst du dich jetzt fett, weil der Unterschied ja sehr krass ist? Nö, ich fühle mich normal. Wie bist du? Achso, das war auch nochmal mit dem Mundgeruch. Ihr habt Fragen. Wie schlimm sind die körperlichen Folgen? Ja, gar nicht. Also ich hatte das halt, wie ich schon mal erzählt habe, ich hatte schon mal, als ich so stark untergewichtig war mit 32 Kilo und im Krankenhaus war in Finsterwalde, hatte ich auf dem linken oder auf dem rechten Ohr nichts mehr gehört. Das ist aber schon nach kurzer Zeit wieder weggegangen, Gott sei Dank. Das war echt nicht schön. Wie lange hat es gedauert, bis du magersüchtig warst? Naja, das ist schwer zu beantworten, weil man kann jetzt nicht sagen, ja, es hat jetzt 3 Wochen gedauert oder so. Also ich hatte halt, seitdem ich 12 bin, Probleme mit dem Essen. Und bis ich jetzt so dünn war, sag ich jetzt mal, also ich habe am Ende 2016, Anfang 2017 mit der Diät angefangen. Und habe dann im Juli schon 32 Kilo gewogen, also habe über 40 Kilo in einem halben Jahr abgenommen. Ging es dir um die Kontrolle oder das Gewicht? Ja, also viele haben ja auch das Bedürfnis danach, Kontrolle zu haben, wenn sie weniger essen und wollen gar nicht so dünner werden. Und bei mir war das echt wegen dem Gewicht. Also ich wollte sehr dünn sein. Hattest du blaue Flecken am Körper, vor allem an den Beinen? Oh ja. Also ich hatte richtig viele blaue Flecken. Ich bin halt auch mega viel Fahrrad gefahren und dementsprechend habe ich mich auch öfter mal irgendwo dran gestoßen und ich hatte echt, echt viele blaue Flecken. Was ich aber auch schön fand, komischerweise. Fandest du dich schön im Untergewicht? Ja, sonst hätte ich es nicht weitergemacht. Ich fand mich eine lange Zeit sehr schön. Irgendwann fand ich mich ein bisschen zu dünn. Aber ja, ich mochte das halt, wenn die Beine nur noch so ein Strich waren. Und ja, keine Ahnung, ich fand das sowieso, wenn man Brüste hat oder so, ich fand das halt nicht so attraktiv. Jetzt finde ich schon schön. Aber früher fand ich das halt einfach nicht schön. Warst du manchmal glücklich darüber, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen? Naja, sagen wir so, am Anfang fand ich es cool, dass mich alle darauf angesprochen haben. Ja, Sarah, du siehst richtig gut aus und viele meinten auch, ich sehe sehr sexy aus, als ich ja ein gutes Normalgewicht hatte. Und dann irgendwann fand ich es halt einfach nicht mehr toll, weil alle halt ja nur noch doof geguckt haben und sich Sorgen gemacht hat. Fühlt man sich tatsächlich schön im krassen Untergewicht? Nein. Ich glaube, jedem ist das bewusst. Wenn man sehr, sehr stark untergewichtig ist, dann nimmt man das natürlich nicht mehr so wahr, aber ich denke, es ist einem bewusst. Also ich glaube, man will schon sehr dünn sein und findet das auch schön. Aber ich glaube, so dünn wie ich war oder wie viele sind, finden das halt dann nicht mehr schön. Das Ekelhafteste, was deine Magersucht gemacht hat. Also ekelhaft, ich finde es auf jeden Fall auch ekelhaft, dass ich meiner Mutter so viel Leid angetan habe. Aber was wirklich ekelhaft war, was ich euch jetzt erzähle, ist, ich war öfter mal bei McDonald's und habe mir da was geholt, als ich meine Fressattacken hatte. Und da gibt es ja diese Rückstellregale, wo man sein Essen hinstellt, was man nicht mehr essen möchte oder wenn man fertig ist. Und da habe ich mir mal ein Milchshake und Pommes rausgenommen. Ich finde das schon eklig, aber an sich, ich habe natürlich auch mir angeguckt, wie die Menschen aussehen und habe da nicht von irgendjemandem was gegessen, aber das war schon sehr eklig, ja. Was hast du täglich zu dir genommen? Das habe ich schon mal in einem Video beantwortet. Und zwar habe ich früher mal Magermilchjoghurt gegessen. Der hat 33 Kalorien auf 100 Gramm. Und da habe ich vielleicht 2, 3 Blaubeeren reingemacht. Also ist wirklich nicht untertrieben.
Zu Mittag habe ich meistens 500 Gramm Spinat gegessen und abends ein kleines Knäckebrot, was 20 Kalorien hatte, mit einem bisschen Körnigen Frischkäse, was man aber eigentlich nicht Aufstrich nennen kann. Mehr habe ich nicht gegessen. Ja, Periode ist ausgeblieben, kam auch noch nicht wieder, wie schon gesagt. Kann man überhaupt je wieder komplett frei von dem Gedanken werden? Ich denke schon, ich habe schon viele Dokumentationen und so weiter gesehen von Leuten, die meinen, sie sind komplett frei davon. Ich denke aber nicht. Ich denke, man hat immer mehr oder weniger damit zu kämpfen. Wollten deine Freunde dir nicht helfen und wie verändertest das? Kann ich reden. Wie hast du dich verändert? Naja, also ich finde, so richtig helfen wollte mir niemand. Also klar haben die Leute schon gesagt, also vor allem meine beste Freundin in der Schule hat halt immer gesagt, ja, ich mache mir Sorgen und so. Aber eigentlich wussten die halt, dass ich unglücklich bin und dann fanden die es halt gut, dass ich endlich glücklicher geworden bin, so ein bisschen mit dem Gewicht, mit der Gewichtsabnahme. Ich denke schon, dass sie mir helfen wollten, aber ich denke mal, man weiß halt auch nicht wie und man fühlt sich sehr hilflos und ich habe mich eigentlich kaum verändert, ich habe bloß weniger gelacht. Oft wird gesagt, dass Magersüchtige aggressiv sind. Wie empfindest du das? Es kommt drauf an. Also man ist natürlich sehr gereizt, wenn man Hunger hat und wenn man dann aufs Essen angesprochen wird, dann wird man schon aggressiv. Also ich habe das oft gemerkt und ich habe halt auch sehr böse Sachen zu meiner Mutter gesagt und auch oft halt deine Fresse oder lass mich in Ruhe und verpiss dich und so. Und ja, also ich kenne das von mir schon. Die peinlichste Situation, die wegen der Magersucht zustande kam. Ja, ich glaube das mit McDonald's. Ja. Und ich fand es halt schon peinlich, wenn ich so dünn war und dann irgendwo, also es ist halt nicht peinlich, aber ich bin dann halt meistens mit dem Essen durch die Gegend gelaufen, als ich meine Fressattacken hatte. Ich bin wirklich von Supermarkt zu Supermarkt gelaufen und das war schon ziemlich peinlich, wenn ich da mit dem Essen durch die Gegend gerannt bin. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch schon. Zumindest sehe ich jetzt hier keine weiteren Fragen. Also wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mir ist es scheißegal, ich beantworte jede Frage. Und nein, ich hatte keinen Freund während meiner Magersucht. Also werde ich zu dem Thema Sex und Liebe und so weiter keine Fragen beantworten, weil ich das einfach nicht kann. Und ja, meine Sachen habe ich in der Kinderabteilung gekauft, das habe ich schon mal gesagt. Und hier hat noch jemand gefragt, ob ich immer dünner werden wollte. Ja, also ich wurde irgendwann süchtig davon, dass die Zahl immer weiter runterging. Und ich habe mich auch oft selber belogen, aber ich wusste das und ich wollte das auch. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Bald kommt ein Video zu meinen Haarfarben, das wolltet ihr sehen, welche Haarfarben ich schon hatte. Ja, die sind jetzt fast wieder blond, wie ihr seht. Und einige hatten noch gefragt wegen DKMS, da bin ich ja reduziert. registriert und die haben sich gemeldet, also werde ich irgendwann eingeladen und muss da meine Stammzellen spenden. Ja, irgendwie freue ich mich drauf, irgendwie habe ich auch ein bisschen Angst, aber ich glaube, das ist nicht schlimmer wie Blut abnehmen. Dauert zwar etwas länger, aber naja, ich mache dazu auch gerne ein Video, wenn ihr das sehen wollt. Und ja, dann war es das soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, wenn ihr noch ein Video sehen wollt, wie ich schon erwähnt habe, oder ein Video dazu, was motiviert euch oder was sind tolle Gründe, um wieder gesund zu werden, dann schreibt es in die Kommentare. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und denkt daran, ihr seid schön, so wie ihr seid und ihr seid gut, so wie ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!